Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen Appetit-Anrege-Video für euch, ja. Aber nicht etwas zu essen oder zu trinken, sondern natürlich etwas, das ihr wollt, natürlich Füller und Tinten und das ganze Gedöns, was uns arm macht und so. Ja. Und zwar, ja, ist es folgendermaßen, ihr habt bestimmt gemerkt, ich habe in letzter Zeit relativ viele Füller-Videos gemacht und relativ viele, ja, Papier-Videos und so. Ich bin von dem einen oder anderen von euch angeschrieben worden, quasi habe ich dann von euch Beschwerden bekommen. Hey Alter, was geht ab hier? Warum kommen keine Tintenreviews mehr? Was soll denn das? Ja. Und ja, deswegen habe ich mir gedacht, ich bereite mal jetzt wieder ein paar Tintenreviews vor und habe mir deswegen überlegt, ich zeige euch mal so eine kleine Preview, was es geben wird demnächst. Ich habe hier schon ein paar Füller vorbereitet. Und zwar einmal hier habe ich hier die schöne KWZ Honey Tinte, eine sehr schöne Tinte, die habe ich im Moment befüllt in meinem Lamy 2000, ja, mit der M-Feder, richtig schöne Farbe, ja, zeige ich euch dann schon bereits quasi vorbereitet ist schon auch eine KWZ Tinte, Gummy Berry oder Gummiberry, muss ich sagen. Derzeit mein liebstes Lila, ja, weil sie wunder wunderschön schattiert. Aber wie ich gemerkt habe, das ist eine Tinte, die braucht einen Füller mit einer breiten Feder oder einen Füller mit einer Feder, die einem Tintenleiter, der relativ saftig ist, damit man dieses Shading dadurch richtig schön sehen kann, ja. Und darum, ne, habe ich auch schon vorbereitet. Dann, was noch kommen wird, und das werde ich auch jetzt hier gleich machen, und zwar live. Hier, damit ihr schon mal so ein kleines Übersicht bekommt. Einmal hier Diamine Rider's Blood. Eine Leihgabe von der lieben Skippy. Ja, die hat mir quasi ihr Tintenfass zur Verfügung gestellt, damit ich euch die Tinte zeigen kann. Ja, und um euch den Appetit noch ein bisschen weiter anzuregen, werde ich jetzt die Füller, die noch nicht befüllt sind mit den jeweiligen Tinten, jetzt hier quasi vor der Kamera befüllen. Ja, dann habt ihr auch ein bisschen mehr was zu gucken und so. Hier eine kleine Vorschau auf die Tinte. Ja, ausprobiert habe ich sie bis jetzt noch nicht. Ja, ich bin ja nach wie vor noch auf der Suche, immer noch auf der Suche nach der perfekten Alternative zu Mont Blanc. Velvet Red. Ich habe sie bisher nicht gefunden. Ja, das muss ich ehrlich sagen. Und von daher bin ich gespannt, ob ich ein passendes Pendant dazu finden werde. Ja, Diamine Writer's Blood kommt dazu. Dazu eine weitere Tinte, die ich auch von der lieben Skippy bekommen habe. Ist hier quasi Ferris Wheel Press Candy Masala. Hatte ich auch schon vorher kurz in einem anderen Video drinne oder in einem anderen Füller drinne. Und da werde ich jetzt mal auch einen Füller befüllen. Und zwar keinen geringeren als den Jinhao 159. Und ja, ist halt jetzt ein bisschen, ich weiß nicht genau, ob ich das jetzt so reinkriege, weil das doch relativ schmal ist. Ne, sieht nicht so aus. Okay, muss ich ein bisschen improvisieren und den Konverter da hineinfüllen. Das wird jetzt schmutzige Finger geben. Ja. Ja, und dann bin ich mal gespannt, wie diese Tinte in diesem Füller so wirkt. Ja, so. Das ist gemacht. So, das kommt zur Seite. Was habe ich hier noch Schönes rumliegen? Genau, und zwar hier
Auch noch eine KWZ-Tinte Walkover Vistula war ein Tipp, ein Geheimtipp von einem Zuschauer von mir, der Radfreund, wie er sich selbst nennt. Und ja, ich habe die Tinte schon bereits ein paar Mal auch in anderen Füllern drinne gehabt. Ich habe dann irgendwann die Tinte wieder entfernt. Ja, und jetzt, ich habe mir gedacht, naja, zeige ich mal auch so ein kleines Review davon und befülle meinen M200 damit. Ja, muss aber gucken, dass hier die letzten Reste von der vorigen Tinte, das war Ihre Heiligkeit, Iroshizuku, Paliroshizuku con Peki. Ja, und wie man das so schön macht, wenn man eine Füller neu befüllt, dass man dann hier quasi, ja, weil der Tintenleiter ja hier jetzt voll ist, ne, wie man sieht, ratzeputze voll, macht man jetzt nochmal so, sagen wir mal so drei Tropfen wieder raus. Ja, ich habe den Trick ja schon ein paar Mal gezeigt. Und dann, wenn wir dann jetzt hier, so dass man es gut sehen kann, ja, jetzt drehe ich wieder den Kolben wieder nach hinten und sauge quasi die Tinte, die sich in dem Tintenleiter befindet, hier rein, sodass ich dann letztendlich weniger Tinte quasi im Taschentuch habe oder im Küchenrollentuch habe. Ja. Walk over Vistula, Ladies and Gentlemen. Ja, und eine Tinte, die ich auch schon seit einiger Zeit habe, aber immer noch nicht reviewt habe. Schande komme über mich. Die Berlin Notebook war Nummer 3. Und da mache ich jetzt natürlich auch hier mittlerweile zu meinem Lieblingsgrün geworden. War auch ein Tipp von einer Abonnentin oder einer Zuschauerin, die mich über die Füllerbubble angeschrieben hat. Und da mache ich mal jetzt hier den Kolbenmechanismus komplett runter. Ja, das ist der Liebenstein München. Ja, Liebenstein München. Mach das da rein und jetzt sauge ich die Tinte quasi hier rein. Ja, hier kann ich den gleichen Trick anwenden. Wieder so zwei Tropfen wieder raus. Ja, idealerweise könnte man jetzt vorher natürlich dieses Metallgriffstück rausschrauben, damit weniger Schmutz entsteht. Ja, ich dösbaddel, ich Blöder. Habe es natürlich wieder nicht dran gedacht. Und dadurch jetzt eine kleine Sauerei wieder veranstaltet. Egal, wer nicht hören will, muss fühlen, nicht wahr? Berlin Notebook war Nummer 3. Und dann habe ich hier noch eine Tinte. Und zwar auch ein Versuch, eine gescheite Alternative zu finden für ja, meine Mont Blanc Velvet Red. Hier Troublemaker. Basilica Red, habe ich bis jetzt auch nur so einen Swatch gezogen, aber noch nicht in einem Füller drinnen gehabt. Ja, das werde ich mal jetzt nachholen. Vielleicht tue ich vorher noch mal kurz ein bisschen schütteln, damit eventuelle Bestandteile, die Tinteneigenschaften positiv beeinflussen, ja, auch zeigen können. So, und das mache ich dann in den Himmelsstier roter Drache. Der Füller gehört eigentlich der Frau. Ich habe ihn ihr aber weggenommen, weil sie die Füller dazu neigt, dass sie die immer benutzt und eintrocknen lässt oder nach dem Leerschreiben an mich wieder zurückgibt. Hier, mach mal sauber. Aber selbst auf die Idee kommen, ich meine, sie wüsste genau, wie das geht, ne? Aber nein, sie ist zu faul. Der Alte macht das schon. Ja.
Und je nachdem, wie meine Laune so ist, sage ich, okay, Schatz, komm, gib her, ich mach das. Oder ich sage, verdammt nochmal, deine Füller, du kümmerst dich drum. Aber da gerate ich immer an taube Ohren. Tja, so ist das. Okay, so. Dann mache ich jetzt mal so ein kurzes Kamera-Umgeschaltungs-Dingsbums hier, damit ich mal gucken kann, wie die Tinten so ungefähr mit dem Füller schon mal aussehen, bevor ich dann die eigentlichen Reviews anfange. Ja, bis gleich. So, dann fangen wir mal an. Ich würde sagen, mal ein kleines Schreibbeispiel mit der KWZ Honey. Ja, also hier im Lamy 2000. KWZ Honey. Ja, sehr schön. Ja, diese KWZ-Tinten, die sind irgendwie scheinbar sehr bekannt dafür, dass sie ein sehr gutes Schattierungsverhalten zeigen. Und das kann ich auch in diesem Fall auch wirklich bestätigen. Ja, hören wir mal weiter mit der nächsten KWZ-Tinte. Hier, yeah, die Gummy Berry. Habe ich ja als Probe bekommen von der lieben Chrissy. Dann bin ich süchtig geworden nach der Tinte, weil sie halt so schön schattiert. Ja, und die habe ich hier in meinem Twisby Vac 700R. In der Iris-Version und das ist KWZ, das verreckte W, egal. Gummy Berry. Sehr schön. Und dieses Schattieren, das ist echt schön. Ja, im Review selbst natürlich gibt es dann auch das Tintengepansche noch mit dazu. Und ja, schauen wir mal, was ich dann noch soweit zeigen kann. Aber ich kann es nicht lassen, ich muss euch das jetzt zeigen. Dann hier die KWZ Walk Over Vistula. Die habe ich ja dann hier gefüllt in den Pelikan. M800 KWZ, ich kürze es mal jetzt ab. Walk over Vistula. Eine Tinte, die ich durchaus als ja, vielleicht sogar als Sheen-Tinte bezeichnen würde. Unter Umständen. Sie schattiert auch sehr schön. Kommt aber auch aufs Papier an und auch auf die Feder. Ja, unter Umständen jedenfalls, ne? Okay, das war Walk Over Vistula. Was habe ich hier noch rumliegen? Ja, Berlin war Notebook Nummer 2 im lieben Steiner München. Berlin Notebook Nummer 3. Wa? Ich finde ja, diese Grüntöne passen zu Füllern mit Holz oder die aus Holz gemacht sind schon recht gut. Ja, also diejenigen, die von euch, die mir
kürzlich erst Beschwerden geschickt haben, ich würde zu wenig Tintenreviews machen in letzter Zeit. Ja, also das ist das Video, das ist speziell für euch, ja. Um euch zu befriedigen, zu besänftigen, mache ich das. Ja, und wenn ihr schon mal sehen könnt, worauf ihr euch freuen könnt, jetzt hier die Ferris Wheel Press. Muss ich erstmal gucken, weil die Feder ja nicht so ganz geschrieben hat, beziehungsweise weil ich ja über den Konverter gefüllt habe. Ja. Jinhao 159. Warum das jetzt nicht funktioniert, muss ich mal checken. Ferris. Ferris. Wheel Press, Red Masala. Ich verliere jetzt die Geduld. Ich mache da einen anderen Füller dran. Moment. Ja, jetzt erstmal übergangsweise in den Platinum Preppy. Das ändere ich noch um. Ich glaube, das ist eine Tinte, die braucht auf jeden Fall einen saftigen Tintenleiter. Das ist nämlich eine feine Feder. Und das ist Ferris Wheel Press. Wie hieß die Farbe nochmal? Red Candy Masala. Candy Ma mit oder ohne R, mit R. Marsala. Ja, wirkt jetzt hier ziemlich trocken und ein bisschen hell. Ich hatte die Tinte aber auch schon in meinem Pelikan M200 und für das Review, glaube ich, werde ich das auch wieder befüllen damit. Und ja, so, dann habe ich hier noch, funktioniert scheinbar besser. Im, nee, nicht Liebensteiner, im Himmelstier. Himmelstier, roter Drache. Das funktioniert viel, viel besser. Da ist dann die Trouble Maker Basilika Red drin. Ja, auch eine schöne Farbe. Schauen wir mal im Test, wie sie sich die so, da so macht. Ne? Okay, habe ich jetzt hier alle durch oder was? Ja. Ne, die Writer's Blood fehlt noch, genau. So, und die Writer's Blood, die habe ich jetzt hier in dem Diplomat Excellence A plus. Und hier kommt scheinbar, habe ich zu schlecht gereinigt, ja. A plus, so, und drin ist Diamine Riders Blood. Also hier eine Tinte auf jeden Fall, die sehr gut fließt, zumindest in diesem Füller. Sehr dunkles Rot. Ja, warten wir doch mal das Review ab.
Vom Gefühl her würde ich jetzt schon mal sagen, nö, ist kein Ersatz für Mont Blanc Velvet Red, aber schauen wir mal. Okay, gut, dann habe ich die jetzt erstmal alle durch. Ja, du wisst ja, worauf ihr euch freuen könnt, ihr Lieben, ne? Und dann, ja, geht's bald los. Bis dann. Ciao.